Herzlich willkommen zur 40. Folge Krastorio 2 mit dem Felix. Moin. Hallo. 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 So. Kacheln. Ich hätte ganz gerne die Kacheln hier auch. Warum lässt du eigentlich immer andere arbeiten und ich muss selbst arbeiten? Weil ich es kann. Boah, halt, habe ich es verjagt. Ist das laut gewesen? Ach, jetzt haben sie. Ah, dammit! Könnte ich das hier wieder abreißen? Ja, ich mach's ja schon selber. Haha, ich bin schneller! Haha! Wir haben hier keine hellen Blöcke mehr. Okay. Haha. Dann. Alter, mein Inventar ist schon wieder. Moment, ich muss mal Rückwärtsgang reinhauen. Ich muss hier unten in Lagerkisten mal Teile meines Inventars loswerden. Also, ich wollte hier unten. Die sollten hier unten rein. Okay, das war's schon. Verdammt! Hast du dein Inventar bei mir entmüllt? Nee. Warum hab ich denn so viel Schrott im Inventar? Das frage ich mich auch jedes Mal wieder. Ich hab schon. Oh, warte mal. Ah, nee, ich wollte gerade sagen, ich kann schon wieder Level machen, aber nee, ging nicht. Unsere Electronic Components sind übrigens von 35.000 auf 18.000 schon runter, ne? Toll. Ja. Das macht doch Laune. Ja, und das liegt daran, dass wir unten zu wenig Silikon oder Silizium oder was weiß ich produzieren. Ja, dann sollten wir uns jetzt als nächstes mal darum kümmern. Okay, ich fahr mal runter, mal gucken, was man unten. Ne, ich kann es ja von hier aus angucken. Der Sand ist halt komplett voll. Das heißt, wir müssten unten. Ja, Speedmodule und dann eventuell zwei weitere Quascher oder drei. Naja, erstmal brauchen wir Filtration Plants eigentlich eher mehr. Weil am Sand scheitert es nicht. Sonst zumindest nicht, solange wir kein Glas weiter verbrauchen. Ja, dann bauen wir Filtration Plants. Wo sind denn die? Stahl und Glas. Wie sieht das jetzt überhaupt am Stahl hier aus? Das kommt einfach nicht hinterher. Wieso liegt denn auf deinem Stahl auch Plastik drauf? Dass die halbe Anlage still steht. Das ist eine gute Frage. Ja, pass auf, die Zuschauer, die schreiben das mit sich in die Kommentare, wo das Plastik herkommt. Ich weiß nicht mal, wieso. Wo wir ach, da wird Plastik auf dem Band. Ab hier kann es irgendwo sein. Ich brauche Motoreinheiten. Echt jetzt? Aber die gelben Motoreinheiten kann man doch in der Hand bauen, oder nicht? Nein. Egal, dann laufe ich erstmal so runter. Auf welchem Band meintest du, ist das? Auf dem Eisenband. Halt nicht mal, wo Kunststoff und Eisen sich nahe kommen.
Wir haben zu wenig Sand hier. Deswegen arbeiten die nicht. So teilweise, ja. Aber es liegt am schlechten Aufbau. Weil wir Pass eigentlich. auf, bau mal ein paar Koscher und komm mal mit Koschern runter. Okay. Und bring mal ein paar Fließbänder mit und Belader. Okay. Und Heiler. Ach, bring einfach alles mit. Rohre. Das habe ich sogar. So, und ihr braucht Steine, richtig? Richtig. Ich denke mal, wir kriegen jetzt ein anderes Problem. Wieder Steine? Oder welches Problem? Vermute es mal. Hast du die Belader mitgebracht? Oder die Loader? Ja. So reicht das. Ich gehe mal davon aus. Ach, das ist das Tolle, wieder mit Stein raus will. Ja. Filter, Steine. Ich glaube, das sieht besser aus, oder? Ja, aber ich glaube nicht, dass die Menge an Quarz, die hier rauskommt, reicht. Warum nicht? Weil die Maschinen übertrieben langsam sind. Es scheitert nicht mal am Sand. Sondern? Daran, dass die Maschinen zu langsam sind. Dann machen wir hier Feuer. Hast du gelbe Motoren? Nö. Aber hast du Eisen? Teilweise, ja, minimal. Motoren jetzt hier. Sind doch schon lange eingestellt. So, was brauchen wir?
Ein anderes Problem. Welches wäre? Ja. Ich verbrauche nicht genug Steine, dass das hier weiterläuft. Wir brauchen noch mehr davon. Okay, also wir brauchen noch. Wir Was? brauchen noch. Oh, guck mal, ich habe sogar noch eine Filtration Plant. Davon noch mehr hast du, kannst du noch einen Crusher bauen? Ich habe Crusher gebaut. Irgendwann müssen wir ja hier. Wir bauen jetzt einfach so lange weiter, bis das Band voll ist. Wenn du Eisenplatten aus dem Nichts herzaubern kannst, dann gerne. Kannst du mal weggehen? Also ich vermute mal, dass unser Eisen da jetzt ganz schön reinscheißen wird. Vor allem unser Eisen, unsere Steine. Jetzt passt es komisch. Na gut, klar, weil jetzt kommt halt wieder mehr Silikon. Dementsprechend wird natürlich auch wieder mehr Glas verbraucht. Ist das Band jetzt hier oben voll? Ne, immer noch nicht. Wir brauchen mehr. Versuchen wir es mal mit Speedmodulen. Aber reicht der Sand wirklich? Ne, zu wenig Sand. Dann packst du da drüben mal hinten auch noch Oh. Speedmodule Okay, rein. Alle sind laut. Da gehen Du hast auch vier welche rein. da oben sehen können, wie viel da reingehen. Hoppala. Ja, das sieht doch schon mal wesentlich angenehmer aus. Reicht das jetzt? Nö. Oder obwohl das sieht hier oben relativ voll. Es sieht nur so aus. Reicht nicht. Jetzt wären wir das nächste Problem gekommen. Dass unsere Schmelzen nicht mehr genug schmelzen. Oder Stein. Stein. Gehe ich erstmal ganz stark davon aus. Ja. Alter. Das ist das SE-176. SE-176. Wobei mit der Zeit wird das reichen. Die müssen halt jetzt erstmal alle volllaufen mit ihren 208 Steinen, die sie speichern können. Ach so, hier oben ist ja auch das Sand jetzt voll.
Die Kiste ist fast voll mit Silikon, mit Quarz. Ja, immerhin. Aber auch nur, weil ich die Schmelz abgerissen habe. Immerhin. Wir hatten kurzfristig mal genug. Ui. Oh ne, Glas sollen die ja nicht machen. Was sollen die machen? Silikon. So. Alter, 2800 Stück haben wir hier drin. So, wenn du dich jetzt hier nicht staust, dass wir jetzt hier nicht ein vernünftiges, volles Band rausbekommen, dann weiß ich auch nicht. Das Band ist auch nicht voll. Staut sich einfach nicht. Okay, dann... Speedmodule. Und jetzt müsste sich das Band hier stauen. Ja, wir haben einen Stau. Aber in der Kiste kommt noch nichts an. Ach so, jetzt ist... Jetzt haben wir keinen Quarz mehr. Ist doch super duper toll. Weil kein Strom. Hä? Die haben doch Strom. Anscheinend ja nicht. Ja doch, guck mal, die hier oben haben Strom. Die Quascher. Und die sind doch hierüber verbunden. Hä, warum haben die jetzt keinen Strom mehr? Weil ich umbaue, damit wir mehr Stein bekommen. Da fehlt ein Stromer von den rechten Crushern. Da, wo du jetzt gerade stehst, der große muss einen noch nach links, hier zu den anderen Häuschen messen. Damit wir dann noch den Rest des Steins wegbekommen. Alles klar. Geht's jetzt? Es reicht. Weil jetzt bis da ganz oben in die Produktionsanlage alles vollgelaufen ist. Ja. Okay. Das liegt aber eher daran, dass wir nichts verbrauchen. Das liegt, jetzt funktioniert gar nichts mehr, weil absolut kein Stein mehr ankommt. Weil du hier eine komplette Anlage erstmal einfach abgeschlossen hast. Du hast die komplette linke Anlage einfach mal weggemacht. Ich weiß, weil ich noch nicht fertig war mit Umbauen. Ja, aber guck mal, wir haben jetzt hier schon 180 Silikon in der Kiste drin. Passt. Erstmal. So, ab ins Auto und weg, bevor der Puffer hier leer läuft. Jetzt kann niemand behaupten, dass der Puffer leer ist. Da war genug da. Also wird das jetzt ignoriert. Weil
Weißt du, was der Vorteil war? Jetzt haben wir knapp 20 Minuten daran rumgefummelt. Dementsprechend dürften wir jetzt wieder eine kleine Menge oder auch nicht. Nur 90 Pakete. Ja, weil wir Uran noch nicht abgeholt haben. Ja, da sollte ja jetzt ja eventuell einiges da sein, oder? Ja, vermutlich ist bei unserem Glück jetzt alles vollgelaufen in der Zeit. Ja, aber nicht mit Uran, sondern mit irgendwelchen anderen Scheiß. Ja. Das meine ich ja bei unserem Glück. Okay, dann fahre ich mal das Uranauto darüber. Nutzt bitte immer nur ein Auto, nicht dass du jedes Auto voll machst. Ich benutze nur ein Auto. Ja, in dem Auto, was beim Uran stand, habe ich jetzt gerade. Obwohl, es geht aber eigentlich. Alter, so viel Eisen. Wieder Uran im Inventar, Hilfe! Jetzt kriegen wir. Echt jetzt? Jetzt kriegen wir nicht mehr genug Uran? Hast du noch Miner dabei? Nein, ich wollte aber sowieso gucken, ob es am Uran liegt oder an Schwefelsäure. Okay, momentan nichts an Uran. Ja, komm her. Hier. Jeder eine Reihe. Aua. Am besten ist, ich quietsche noch weiter rum, obwohl ich außerhalb der Reichweite stehe. So, und jetzt? Sieht trotzdem noch sehr wenig aus. Zwei von zehn Maschinen, nee, vier von zehn Maschinen laufen gerade mal. Ist jetzt schon das Mehrzeug drauf? Ah, nee, es kommt jetzt erst. Sieben von zehn Maschinen laufen jetzt. Alle Maschinen laufen. Aber es ist wirklich nicht ein einziges Uran übrig. Ja. Ich muss erstmal regenerieren. So, und jetzt? Ja, wir haben leichten Stau. Naja, es ist ja noch nicht mal alles angekommen von dem Feld da hinten jetzt, was wir gerade angeschlossen haben. Wir haben 200, 400, 600, 800, 900, 238er Uran. Okay, das klingt gut. Wolltest du mitfahren? Nee. Lass ich mal kurz hier stehen. Ja, 920 Stück. Gut, dann wollen wir mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Damit sollten wir aber auch die Forschung fertig bekommen. Dann können wir in der nächsten Folge anfangen,
Die blauen. Jetzt wird irgendwas gerade zerstört. Es wird irgendwas mehr gerade zerstört. Okay, es ist down. Es waren ein paar mehr Viecher. Das war dann nämlich die Dings anfangen können zu basteln. Die blauen. Die blauen Fließbänder. Das wäre schon mal richtig geil. Weil dann können wir auch vernünftig bauen. Nur dann dürfen wir wahrscheinlich erstmal wieder Alien klatschen. Damit wir uns dann, keine Ahnung, irgendwo einen Außenposten bauen für. Na gut, nee, das können wir noch nicht machen, weil da brauchen wir erstmal Kupfer und Eisenerz als Schmelze. Aber dann können wir schon mal irgendwo einen Außenposten machen, wo wir dann unsere nette, kleine, geile Schmelze da unten anschließen. Gut, aber ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.